Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Mario und Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir uns zu Waldemars Axt durchgekämpft, haben dadurch einen neuen Spark freigeschaltet und jetzt müssen wir noch einen Streit hier schlichten. Zwischen Waldemar und der Waldschnümpfe. Aber erstmal heile ich meine Leute. So, welcher Spark war das denn überhaupt nochmal? Stimmt ja, die Drakosphäre, die haben wir beim letzten Mal freigeschaltet. Ach, 5 ist die maximale Stufe? Oder wie? Jetzt muss ich kurz testen. Ist das wirklich die maximale Stufe? Ja, das ist die maximale Stufe. Oh, dann werte ich alle meine Leute generell mal auf 5 auf. Dann ist ja am Ende gar nicht so teuer. Ja, komm, hier, du kriegst den Sterntrank. Ja, dann habe ich ja mal was zu tun. Dann weiß ich ja, welche Stufe die Maximalstufe ist, auf was ich die hochbooste. Praktisch zu wissen. So, hier wollten wir durch. Boah, ist es hier dunkel. Wieder ein Stück Geschichte. Etwas Großes löste sich aus dem Sturm über dem Planeten. Tristan konnte nicht ausweichen, da er auf Stelzen lief. Ach so. Übrigens wusste ich, dass er nicht von Natur aus so groß ist. Aber ich dachte, er trägt Einlagen in den Schuhen. Ich wäre jetzt auch nicht auf Stelzen gekommen. Ich meine, Waldemar zum Beispiel ist ja auch ein bisschen größer. Ein Dampfschiff landete auf Tristan und quetschte ihn platt wie eine Flunder. Wie ist das denn passiert? Es geschah während des Abendessens. Die meisten Passagiere hatten sich noch nicht einmal am Käsewagen bedienen können. Also manchmal die Geschichten zu den einzelnen Charakteren sind einfach nur urkomisch. Tristan wurde von einem herabstürzenden Kreuzfahrtschiff zermalmt und dann vom Blitz getroffen. Anschließend wurde eine Regenwolke zu seinem Heiligenschein. Das hat ihn dauerhaft geprägt und ihn zu einer Spaßbremse auf jeder Party gemacht. Alter! Riesenspaßbremse. Och, Tristan. Der kann einem schon leid tun. Okay, ansonsten scheint hier nichts zu sein. Nur ein bisschen Geschichte. So, muss ich jetzt in den Wald gehen, um diesen Streitenden zu schlichten oder nicht? Können wir mal die Karte hier öffnen? Ja, hier, da können wir ja hin. So, dann treffen wir uns mal mit Waldemar. Irgendwie muss man dem Streit doch beikommen können. Ich wollte mit Malten im Frieden und ihren Segen für das Fällen einiger Bäume einholen. Aber sie ist wie ein Splitter in meiner im Allerwertesten. Ich kann sie spüren, aber nicht sehen. Alles, was ich habe, ist dieses alte Volksmärchen. Eine Nymphe träumt an einem kristallklaren Bach. Doch niemand sieht sie, ob schlafend oder wach. Wer das Offensichtliche durchdringt, erkennt es klar und rein und findet sie in ihrem verwunschenen Heim. Das sind nicht gerade viele Anhaltspunkte. Naja, wir haben es versucht. Tatsächlich scheint der Reim wertvolle Informationen darüber zu enthalten, wo wir die Suche mit Hilfe deiner neuen Bipo-Kraft beginnen können. Ja, hier am Teich. Oh, weiß ich doch, Genie. Ich wollte nur nicht schon wieder in anderer Leute Probleme verwickelt werden. Du müsstest mich doch mittlerweile besser kennen. So, hier am See. Ich gönne mir mal eben kurz die Münzen hier. Ich denke mal da oben. So, wir suchen die Waldnymphe.
Sorry, muss mich kotzen. Warte mal, wie ich sehe, hast du dich mit Hilfe der Helden. Hast du mich mit Hilfe der Helden aufgespürt? Vielleicht ist die Axt doch nicht deine schärfste Waffe. Ich bin nicht gekommen, um zu schreiten, Baldenimpfe. Ich muss Bäume fällen, um die Zuckerschnütchen Schatzel, Spatzel, Darlingbrücke zu reparieren. Was ist das für ein alberner Name? Mehr und immer mehr. Du begreifst einfach nicht, welche verheerende Auswirkungen dein Beruf hat. Was ist, hast du die leiseste Vorstellung davon, was es heißt, einen Samen zu erschaffen, der zu einem Baum heranwächst? Natürlich nicht, also werde ich es dir zeigen. Ach, kann ich jetzt da unten hin? Mein Nest! Nein, das gehört hier nicht hin. Raus damit! Raus, raus, raus! Ja, das ist definitiv nicht dort erwünscht. Vielleicht ist da ja auch endlich das Objekt, was ich für da oben brauche. Ich muss das Nest 8 Runden lang beschützen. Okay. Haben wir hier nur die Nahkämpfer? Nee, da oben sind auch ein paar Fernkämpfer. Da ist sogar so ein Drecksheiler. Meine Hassgegner. Warte mal, das Allerwichtigste zuerst, wie immer. So, wir können das ja verbinden. Die Fähigkeiten. Das nenne ich einen Kombo-Angriff. So, jetzt zwinge ich dich näher zu kommen. Dann kann ich dich mit Luigi abschießen. Dann kommst du nämlich noch mal näher. Mit Rabbit Rosalina kann ich dich dann finishen. Ich könnte es zumindest. Na gut, ich werde dich finishen. Oder? Nee, ich glaube, lohnt sich nicht. Mach ich ja nur meine eigene Deckung kaputt. Ich muss von oben geschützt sein. Ich kann den ruhig ignorieren. Acht Runden lang muss ich beschützen. Am besten die Deckung so lange wie möglich am Leben halten. Okay, da oben muss ich schnell hin. Einmal eine Mitgift. Ich muss nur zu dem Sprungfeld kommen. So, und dann geben wir euch allen mal einen Elektroschock. Auf das ich es nicht bereue. So, und direkt ungesehen aktivieren, weil sonst greift er sofort Luigi an, der Heiler da. So, nochmal mit Gift. Wenn ich Rabbit Rosalina dasselbe auch nochmal machen lasse, sollte es eigentlich das gewesen sein. Ah.
So, ich muss hier unten den erstmal ausschalten. Gebe ich mir am besten den Schockangriff. Brutzel, Brutzel, Brutzel! Oh, das ist guter Schaden. Ich stelle mich mal ein bisschen weiter weg. Hol mir einen Powerblock raus. Und beende den Zug. Der hält noch ein paar Schläge aus. Wer mit Rosalina dagegen weniger. Jetzt will ich eigentlich viel lieber den Heiler ins Gesicht drücken. Dann ist er auch ungeschützt. Ich kann ihn ja sowieso lethargisch machen. So, dann machen wir dich mal lethargisch. Dann bist du keine sonderlich große Gefahr mehr. Kann ich dich auch ignorieren. Ja, genau. So, kann ich die Portale kaputt machen? Nein. Die Portale kann man nicht angreifen. Aber ich kann ihn angreifen. Vernichte ich ihn halt doch schon diese Runde. Es ist besser, wenn Luigi da oben steht. So, instant sneaken. Sollte eigentlich funktionieren. Nein, haben ihn nicht viele getroffen. Solange ich die ausschalte, bevor sie laufen können, sind die nicht so gefährlich. Treffe ich ihn überhaupt von hier? Nein. Ja. Ich booste mal. Vielleicht aktiviert sich ja der Erfrischer. Perfekt. So mache ich auch wesentlich mehr Schaden. So, komm näher. Ach, du bist eh tot. Perfekt. So, ich habe mal alle hier oben hingestellt. Es ist gut, dass gerade der den Snip abbekommen hat. Ist aber nicht so schön, dass die in das Teil angreifen. Genau, greift uns an. Ist wesentlich besser. Ich muss übrigens noch mal sagen, ne, dieser Spark-Abfrischer ist einfach die beste Fähigkeit von allen. Dass man die Sparks immer und immer wieder mal mehrfach einsetzen kann. So, dich prügel ich aus der Deckung raus. Ich glaube, ich habe dich sogar schon komplett im Brand gesteckt. Ja, der ist auch schon wieder tot. Eigentlich will ich ja sogar, dass Rebella angegriffen wird. So, du wirst nicht mal ansatzweise hier unten ankommen. Du bist der Problemfaktor.
So, zuallererst snipe ich den von hier oben. Weil darauf kann er eh nicht reagieren. Dann hat er schon mal Schaden. Ein großer Fehler. Ich hätte erstmal boosten sollen. Ich liebe diesen Sparkerfrischer, ne? So, und tschüss. Der ist auch schon wieder RIP. Das war die letzte Runde, ne? Das war richtig easy. Oh, da hat mein Nest gerettet, aber meine Samen, sie sind fort. Bitte, ihr müsst meine Samen finden. Die Bäume des verwunschten Waldes sind magisch, aber sie können sich nicht von selbst in Schößlinge verwandeln. Bitte, kommt mit, folgt mir. Nach seiner Entstehung im Nest beginnt jeder Samen seinen Lebensweg hier in meiner Baumschule. Unglaublich. Das ist wundervoll. Ich hätte keine Ahnung, für je... dich ist jeder Baum wie ein lieber Freund, stimmt's? Vielleicht bist du ja doch mehr als nur ein Handlanger an dem mächtigen Kürbiskuchen-Gewürz-Lobby. Aerofix. Das mit den beiden kann eine Weile dauern. In der Zwischenzeit kann ich euch helfen, die fehlenden Samen zu finden. Nun, für die meisten Leute sind sie unsichtbar. Aber wenn man weiß, wonach man suchen muss, weiß man, wenn sie in der Nähe sind. Zum Glück bleibt meinem Auge niemals etwas verborgen. Finden wir diese Samen? Würde ich auch sagen. Let's suchen und finden. Ich würde mal einfach sagen... Einfach hiermit da suchen. Mit dieser Unsichtbarkeitssicht. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere hier in den Büschen. Kann ja auch sein. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wie ich suchen muss. Okay, wir haben schon mal einen. So. Schon mal auf Suche von Nummer 2 machen. Ich würde gerne hier direkt beim Nest eigentlich gucken. Ist, glaube ich, auch gar nicht die dümmste Idee. Da ist der zweite drin, definitiv. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Her mit dem Samen. Wir müssen neue Bäume pflanzen. So, ihr habt Spaß damit. Und ich wette, eins ist eigentlich direkt beim Nest. Also ich würde da die Wette eingehen. Sage ich doch, direkt beim Nest. War irgendwie offensichtlich. Ach nee, das ist nicht mal das. Das ist der eine Stein, den ich die ganze Zeit gesucht hatte bei dem einen Part. Und nicht fündig geworden bin. Ach, darüber komme ich wahrscheinlich da dran. Geh doch durch die Röhre. So, wo war das Teil, wo ich es reinstecken wollte? Es war doch hier irgendwo in der Nähe. Da ist halt der Samen, den ich brauche. Ich muss gerade nur die Stelle suchen, wo das Teil nochmal reingehört. Ach ja, hier.
So, her mit dem Samen. Dann kriegen wir gleich Aerofix fürs Team. So, hier ist sonst weiter nichts, ne? Dann geben wir den Samen jetzt auch noch ab und dann haben wir die Nebenquest, glaube ich, auch schon geschafft. Perfekt. Hier, nimm. Ihr habt es geschafft. Waldnymphe. Sie haben alle verlorenen Samen gefunden. Jetzt ist es an dir, das Wunder des Lebens zu wirken. Danke, meine Helden, dass ihr die Samen heimgeholt habt. Verglichen mit der rechten Endung der Galaxie mag das gering erscheinen. Aber in jedem Samen steckt nicht nur ein Baum, sondern viele Bäume. Sie verleihen den Seelen der Leute Hoffnung. Wow. Wie viel aufwendiger es ist, einen Baum groß zu ziehen, als ihn zu fällen. Ich hatte ja keine Ahnung. Nie mehr. Ich werde meine Axt nie wieder anrühren. Du hast mein Wort. Nach all dem Ärger, den du hattest, um sie zurückzubekommen, es gäbe da eine Möglichkeit, regelmäßig die Bäume zu ernten, die du benötigst. Wie alle Dinge haben auch Bäume ihren Lebenszyklus. Wenn die alten umstürzen, muss Platz für die neuen geschaffen werden. Es liegen mehrere davon herum, mit denen du die Zuckerschnütchen, Spatze, Darlingbrücke reparieren kannst. Auf diese Weise gibst du ihnen ein zweites Leben. Okay. Aber nur, wenn du mich begleitest. Dann kann ich den Neubau dir widmen. Und wir können alle über unsere neue Vereinbarung informieren. Ja, die Brücke ist repariert. Ihr habt nicht nur die Brücke repariert, ihr habt auch die Harmonie zwischen dem weltlichen und dem ruhmreichen Natur wiederhergestellt. Nun, wir sind einfach froh, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Wenn du uns jetzt entschuldigen würdest, wir... Bitte mach sie nicht mit einem Gedicht kaputt. Was trübt denn da der Sonne Schein? Zwei Herzen schlagen gegen den Wolf der Zeit. Die Augen? Die Augen erblindet und Tränen verweint. Mit krummen Rücken ertragen sie das Leid. Ein letzter Atemzug. Ein letzter Atemzug. Die Hände vereint. Und doch, die Sonne, sie scheint. Meine Follower lieben es. Sie haben schon ein inspirierendes Wasserfall-Meme daraus gemacht. Bravo. Das geht unter die Haut, Tristan. Bibo, während Tristan sein Gedicht vortrug, ist etwas geschehen. Ich habe aufgehört zu analysieren und ich habe etwas gefühlt. Du solltest vielleicht Liebesgedichte schreiben statt tragische Gedichte. Wow, das kommt unerwartet. Bibo, weinst du? Nein, Spuren. Durch eine davon müssen meine Schaltkreise korrodiert sein. Ja, genau, Bibo. Entschuldigt die Unterbrechung, aber darf ich mit euch kommen? Es bringt nichts, hier das fünfte Rad am Wagen zu sein. Ha! Wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Ja. Und der Aerofix hat sich uns angeschlossen. Wahrscheinlich ein Wind-Dash. Ja, Windstoß-Dash. Also Windstoßraserei. Leute, fällt euch was auf? So ganz dezent, dass euch was auffällt.
die deutsche Übersetzung manchmal, ne? Statt Windstoß steht da Wittstoß. Mann! Außer die Deutschen kann kein Mensch Deutsch und selbst die Deutschen können kein Deutsch richtig. Es riecht einen jedes Mal aufs Neue aus, wenn man deutsche Übersetzungen manchmal sieht. Hat das jetzt eigentlich irgendeine neue Nebenquest empfacht oder bin ich hier jetzt wirklich fertig? Sicherheitshalber mal auch hier einmal kurz in den Wald gucken. Also hier ist natürlich noch hier mit dem Riesen. Aber ich brauche dafür 24 Sparks und ich habe wie viele? Also keine 24, aber... Ja, 6. 6 pro Reihe. 18, 22 habe ich. Wenn ich zwei weitere habe, kann ich hier nochmal zurückkommen. Und dann hätten wir es eigentlich. Aber ansonsten sind wir hier jetzt fertig. Wir können uns hier auch beim Laden noch eben kurz Rest gönnen. Zumindest was wir von den Planetenmünzen her momentan so kaufen können. So. Es gibt aber noch 4 weitere Münzen. Minus der einen, die da hinten ist. Welche Teile können wir denn jetzt überhaupt von der Karte her auf jeden Fall ausschließen, wo Sachen sind? Ich würde auf jeden Fall sagen, hier. Da habe ich aber den Weg irgendwie nicht da hochgefunden. Natürlich auch hier mit den Kürbisfeldern. Da fehlt mir aber auch wahrscheinlich noch irgendeine Fähigkeit für den Bipo. Dann haben wir noch auf jeden Fall den Riesen. Aber welches könnte noch fehlen? Wo könnte noch was fehlen? In dem Bereich haben wir halt alles getan. Und es fehlt halt auf jeden Fall noch eine Sache. Wenn wir die 3 Sachen, die jetzt fehlen, dazu rechnen. Gab es hier um Tristans Haus herum irgendwas? Können wir mal eben kurz noch nachgucken. Ob da noch irgendwas an seinem Haus war. Ja, auf Anhieb würde ich jetzt nicht darauf kommen. Also ich habe jetzt hier um Tristans Haus geguckt. Das Einzige, was war hier, war, dass da eine Multiraserei und versteckte Münzen waren. Ich kann mir vorstellen, hier bei den Kürbisfeldern, halt, wenn man allen von denen noch was gibt. Und dass hier noch was ist. Und plus natürlich die eine Planetmünze für den Riesen. Aber ansonsten haben wir hier halt wirklich alles abgesucht. Okay, mit der letzten Münze muss ich dann ein bisschen rumraten. Wir können ja sowieso gerade hier nicht abschließen. Ja, Leute, ich hoffe, dass ihr heute Spaß mit dem Part mal wieder hattet. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!